Guten Tag, liebe Freunde, und willkommen zurück zur Let's Play Assassin's Creed Syndicate. Ja, wir sind hier stehen geblieben, wo wir gerade eben hier so ein bisschen Rotterwald haben, ein paar Dynamitschranke zur Battle haben. Ja, und dann haben wir uns ja gerade mal vorbeigeholt. Wir sind mit so einem Typführer hier abgefallen und hat dann gesagt, bedampf hier im Kessel hier. Und ja, naja, gut, jetzt haben wir hier mal so ein kleines Ding hier und dann weg hier und dann haben wir den noch runter und dann wiedersehen und dann, der ist schon tot. Ups, das war ich aber jetzt nicht. Alle, die werden natürlich komplett rumstehen. Oh nein! Warte mal, was stand da gerade im Text? Zivilisten haben keine Assassinen getötet. Was hat damals Alter Ir gemacht? Der hat damals... Deswegen wurde der damals ja, nochmal neu, von Novizen neu ausgebildet, weil... deswegen wurde er noch komplett neu ausgebildet, eben weil er einfach irgendwelche Zivilisten gebracht hat in dieser Biene. Aber naja, gut, das stimmt also nicht, die Aussage. Mr. Fry, glad you're still with us. Rook, zu mir! Okay. Ist ja wieder ein neuer Part. Gewinnt. Knallhart, Alter. Weiter, meine Kleine. Weiter, Mädchen. Na, guck mal, da setz ich vorne rein. Ich fahre dich. Halt mir die Front frei. Hau mal ab, Oma. Kaputt. Die hätten wir eigentlich runtergehen können. Mal gucken, ob ich noch irgendein Spiel oder eigentlich vorbeibringen könnte. Aber eigentlich habe ich schon einen. Weißt du was? Wir gehen mal gerade da runter. Oh, komisch. Wenn es vorm Abgrund steht, das Pferd steht sofort von 1200 auf 0 oder so. Ja, gut, man weiß ja nicht, wie es. Naja, egal. Man kann es nicht sagen, man weiß es nicht. Einstecken, also doch, ich habe noch eine gefunden gehabt, logisch, oben auf dem Aussichtspunkt. Und da soll ich jetzt angeblich was einstecken. Gut, machen wir das mal. Ist es immer nur eine auf einer Seite? Oder sind es echt nur eins... Also sind es nur eins, warte mal, ich zähle mal kurz nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also sind es wirklich nur 9 Stück? Oder sind es jeweils 4, 6, sind es jeweils 6 solcher Spieluhren pro Säule? Weil dann wäre das ja echt heftig, die alle zu finden. Ja, doch, das würde dann doch relativ lang dauern. Da muss ich mal gucken, ob ich eine Lösung finde dafür. Stimmt, das sind ja 32 Stück. Ja, logisch, dann, ja. Oder sogar ein paar mehr, logisch. Dann sind es doch pro Säule immer 6 Stück. Ja, dann ist das schon heftig. Was wir da alles finden müssen. Ah.
Das Pferd steht sogar noch da, schön. Auf geht's! Das ist ein niemals. Alter. Komm mit mir. Ah, okay. Ich habe Arbeit für dich. Boah. Eben schon gedacht, was ist jetzt los? Dann gehen wir gerade hier durch. Es sind immer nur Bücher, aber ich finde keine Spieluhren. Ich weiß nicht, wo diese Spieluhren versteckt sein sollen. Cool, wir haben den Kopf geschossen. So, Problem beseitigt. Wir müssen nichts mehr machen. Schön. Wir sind fertig hier. Hoffentlich hängt das Spiel sich jetzt nicht auf. Bitte nicht, wenn ich jetzt E drücke. Dankeschön. Boah, schön. Weil es speichert da. Und normalerweise in der Animation, währenddessen er speichert, dann, ja, dann hängt sich meistens das Spiel auf. Gerade mal noch so im Gang. So, dann machen wir mit unserer Sequenz. Jetzt müsste er theoretisch sich aufhängen. Jetzt, wo er eben gespeichert rechts, hat man es ja gesehen. Dann hat er sich meistens aufgehängt. Warum auch immer? Immer bei Speicherpunkten. Es ist gut möglich, dass er das irgendwie. Das ist irgendwie mein Fehler im Spiel. Stimmt was nicht. Dann hört er mit der Simulation auf und beendet das Spiel irgendwie sozusagen. Oder hängt komplett auf. Ich weiß auch nicht. So ist recht. Das ist kein Fehler von Windows, weil es würde dann theoretisch anders aussehen, dass das Fehlerfenster, wenn das Spiel abgestürzt ist. Da wäre so eine Windows-Fehlersuche machen, aber das war eher eine. Fehlersuche generell nur fürs Spiel. Also kann es nur das Spiel gewesen sein, was abgeschmiert ist. Nicht der Rechner hat sich irgendwie verhaspelt. Das wird auch sowieso ein bisschen anders von Abläufen sein. Vielleicht ein Bildruckler, ein Bildhänger. Also das wird schon irgendwie anders aussehen. Okay, das heißt, wir müssen hier runter jetzt. Wir haben keine Mission mit Evi. Das ist ja traurig. Ich finde sowieso, dass er viel zu schnell überlevelt ist und sie hat kaum irgendwie eine Möglichkeit mit dem. Volle Synchronisationsbonus, bla bla. Leute, wollen wir das im nächsten Part? Ja, wir machen das im nächsten Part. Wir sehen uns im nächsten Part. Da machen wir diese Sequenz 8 mit diesem dreifachen Unterführung. Bis dahin und tschüss.